In dieser Session musst du nicht alles geben. Wir sollten schnell genug sein, um uns problemlos zu qualifizieren. Wir werden die gewünschten Änderungen vornehmen. Das Auto ist fertig. Los geht's. Achte auf die weiße Linie. Riskier keine Strafe. In dieser Session und wir stehen noch unter dem Strich. Du brauchst jetzt eine schnelle Runde, sonst ist das Qualifying vorbei für uns. Sekunden in dieser Session. Oh.
Gut so, du hast Q2 erreicht. Im Moment herrscht auf der Strecke Hochbetrieb. Alles ist bereit. Denk beim Rausfahren an die weiße Linie, sonst kriegst du eine Strafe. Noch fünf Minuten bleiben in dieser Session.
30 Sekunden in dieser Session. Also los Jungs, setzen wir diese Änderungen um. Dir bleiben noch 5 Minuten in dieser Session. Das reicht gerade noch für 2, maximal 3 Runden. Wir sind soweit. Pass auf, dass du bei der Boxenausfahrt nicht die weiße Linie überfährst, sonst gibt es eine Strafe.
eine Minute. Nur noch 30 Sekunden in dieser Session.
Auf geht's!
Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Alonso kommt dir jede Runde ein Stückchen näher. Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen.
Auto hinter dir hat eine ganze Sekunde Rückstand. Nur zur Info, wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. In der Mercedes-Box wird ein Stopp vorbereitet. Sieht aus, als käme Hamilton bald rein. Boxenstopp bekommst du harte nicht die weiße Linie überfährt, sonst gibt es eine Strafe. Du bist auf harten Reifen, noch ein Boxenstopp. Du bist auf den langsameren Reifen unterwegs, kannst die Lücke zu deinem Vordermann aber trotzdem halten. Wir sind sehr zufrieden, du machst das gut. Müsste in den nächsten 5 Runden an die Box kommen. Du hast 5 Sekunden Vorsprung auf die Resta. 5 Sekunden. Oh.
haben ein wenig Sprit übrig. Mal sehen, ob wir ihn in den nächsten Runden nutzen können. Zwischen dir und deinem Vordermann liegen zurzeit gerade mal 7 Sekunden. Problem mit Kers gelöst. Es müsste wieder verfügbar sein. Die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 7 Sekunden. Der nächste, 5 Sekunden vor dir. Gemisch 2. Im Moment sieht die Spritmenge gut aus. Hervorragende Runde. Ich habe selten eine bessere Leistung gesehen. Mach genauso bis zum Ende weiter. Fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Wir sollten vielleicht ein magereres Benzingemisch wählen, damit wir am Ende des Rennens noch genug Sprit haben.
Auto hinter dir hat einen leicht beschädigten Frontflügel. Schaden am Frontflügel. Ist auf weichen Reifen unterwegs. Er hat dir gegenüber einen Vorteil.
liegst 3 Plätze besser als vorausberechnet. Dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Unterwegs. Er hat dir gegenüber einen Vorteil. Oh.
Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Du solltest ein magereres Benzingemisch wählen, damit uns nicht am Ende des Rennens der Sprit ausgeht. Dein Vordermann hat die Weichenreifen drauf. Könnte schwierig werden, in diesem Stint die Lücke zu schließen. Der Frontflügel leicht beschädigt, sieht aber nicht dramatisch aus. Sieht aus, als ob Weber demnächst zum Boxenstopp kommt. Deinen Reifen haftet Gummiabrieb von der Strecke. Bleib auf der Ideallinie und fahr die Reifen wieder sauber. Der Fahrer hinter dir fährt mit Standarddrehzahl. Hintermann mit Standarddrehzahl.
glauben, dass River irgendwann in den nächsten 5 Runden an die Box fährt. Hintermann einen leichten Schaden am Frontflügel eingefangen. Das dürfte seine Leistung aber nicht beeinträchtigen. Push weiter. Okay, du müsstest Kers jetzt wieder nutzen können. Das Problem wurde behoben. Jemand abgeflogen. Gelbe Flaggen in Sektor 2. Grüne Flagge. Keine Beeinträchtigung mehr in Sektor 2. Du kannst wieder vollfahren.
sein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Boxenstopp diese Runde. Komm am Ende dieser Runde an die Box. Die Spritmenge sieht gut aus. Wir werden sie aber im Auge behalten. Okay, harte Reifen beim nächsten Stopp. Damit wir uns eine Reserve schaffen und das Rennende sicher erreichen können.
Benzingemisch vielleicht auf Standard drosseln. Das Auto hinter dir hat nur eine Sekunde Rückstand. Eine Sekunde. Unbedingt auf Gemisch 1 wechseln. Gemisch 1. Du musst das magere Gemisch wählen, wenn du ins Ziel kommen willst. Wir haben nur noch sehr wenig Sprit. Thank you.
wird vielleicht eher es nutzen, um dich zu überholen.
legt ein paar richtig gute Zeiten hin und ist im Moment der schnellste Mann im Rennen. Langsamere Fahrer, Vorsicht beim Überholen, Sie sollten dich vorbeilassen. Der Wagen vor dir liegt eine Runde zurück, er sollte Platz machen und dich vorbeilassen.
dich jetzt ein paar langsameren Autos. Versuch schnell vorbeizukommen.
passt auf ein überrundetes Auto auf. Sei beim Überholen vorsichtig.
Platz. Hervorragende Leistung. Ganz hervorragend. Du bist Fünfter in der Fahrerwertung.